Hier modernisiert die Autobahn heute einen Teil ihrer Infrastruktur, nämlich in dem Fall die Brücke zwischen Langwedel und Langwedeler Moor, um sie für die Zukunft zu ertüchtigen, um dort wieder eine Infrastruktur herstellen zu können, die den modernen Verkehr dauerhaft und sicher trägt. Die Brücke, die wir hier jetzt ersetzen, hatte zum Beispiel eine Tonnagenbeschränkung von 7,5 Tonnen. Das heißt auch, dass da ein modernes Treckergespann schon gar nicht mehr rüberfahren kann. Und es handelt sich hier um einen Wirtschaftsweg. Und der soll eben auch weiterhin nutzbar sein, für die Landwirtschaft zum Beispiel. Ja, wir haben hier den Abriss, den wir im Hintergrund sehen. Der ist gestern Abend begonnen. Um 22 Uhr wurde die Vorsperrung der Autobahn durchgeführt. Dann wurden erstmal die Schutzplanken abgebaut. Es wurde ein Fallbett aus Sand und Erde geschaffen, das die Fahrbahn schützt vor den jetzt abgebrochenen Teilen, die zu Boden fallen. Die Kollegen sind hier mit Meißeln dabei, mit Scheren, trennen den Beton von dem Stahl. Es handelt sich ja um eine Stahlbetonbrücke. Dann wird es abtransportiert. Das geht ab heute Nachmittag los. Und ganz zum Schluss wird die Autobahn dann wieder gereinigt, gefegt. Die Baustellenführung wird wieder aufgebaut und für den Verkehr freigegeben, das Ganze. Also geplant ist jetzt, dass wir von Freitag 22 Uhr bis Montag 4 Uhr, damit der Berufsverkehr nicht gefährdet ist. Im Moment sieht es ganz gut aus, dass wir den Plan sogar ein bisschen übererfüllen können. Jetzt am Wochenende eben, dass die A27 voll gesperrt ist in diesem Bereich und eine Umleitung eingerichtet ist. Und dann wird es im Verlauf der Baustelle, der Neubau soll bis Ende Oktober stehen, wird es noch 2 Vollsperrungen wahrscheinlich geben, die aber auch jeweils wieder am Wochenende stattfinden werden. Während der kompletten Bauzeit werden hier weiterhin in jede Fahrtrichtung 2 Fahrspuren zur Verfügung stehen. Allerdings in der Breite ein bisschen reduziert und im Baustellenbereich zur Sicherheit der Autofahrenden, aber auch der Bauarbeiter mit 60 km/h. Ja, die Brückenmodernisierung hat nicht erst seit jetzt hohe Priorität bei der Autobahn GmbH, die ja 2021 an den Start gegangen ist. Der neue Vorstand hat gerade jetzt im Oktober nochmal die Priorität vorangesetzt und hat auch Umbesetzungen vorgenommen, sodass wir weiterhin dabei sind, die Brücken zu modernisieren, wo das denn nötig ist. Gibt es da so einen kleinen Sanierungsstau? Das haben wir ja in den Medien gelesen. Wir haben auf jeden Fall viele Brücken, die gemacht werden müssen. Sie sehen das hier exemplarisch an der A27. Die ist in 1962/63 in diesem Bereich eröffnet worden. Aus der Zeit stammen die Brücken. Sie sind also über 60 Jahre alt. Man kann so mit 70 Jahren auf jeden Fall rechnen. Je nach Bauart, je nach Belastung einer Brücke ist das mal mehr, mal weniger. Und diese Brücken müssen jetzt nach und nach neu gemacht werden, ja.